Jahre später. So, nachdem wir jetzt mit dem Auto alles Mögliche veranstaltet haben, hat das unglaubliche Gerät bis nach Staudach-Egern nachgeschafft zum Robert, der ja eigentlich Besitzer und Lackierer des Vertrauens ist. Ich bin nur der Lackierer. Ich bin nur der Lackierer. Ich kenne mich nicht aus. Ja. Ja. Und jetzt sind wir da, Auto ist da, soweit karosserietechnisch zusammengebaut. Frontstoßstangen werden ein bisschen was geändert. Ja, und jetzt müssen wir ein bisschen designen. So schaut's aus. Schwarz oder weiß, noch haben wir die Wahl. Keine Ahnung. Also so richtig haben wir da keine Gedanken gemacht. Die Idee war mal, Black is beautiful. Aber so ganz in Schwarz kann der Trauerspiel werden. Da geht ein bisschen was unter, gell? Wenn der Breitbau dann durch drauf ist, ist es ein bisschen schwierig da. Und jetzt schaut er schon geil aus, gell, mit dem Weiß. So. Aber wenn er dann schwarz ist, dann kann das eine ungeile Geschichte werden. Ja, schwarz schluckt, siehst du bei den Fängen? Und das ist die schönste Farbe, so. Ja, Understatement ist halt nicht, wenn man ein Auto hat, das einfach mal fast 20 cm breiter ist. Ja. Das erübrigt sich dann, meinst du? Ein bisschen. Vielleicht spätestens, wenn du dann fährst und mal Gas gibst, wird es vielleicht dann ein bisschen zu wenig Understatement sein. Ganz in Schwarz. Ja, wenn ich schnell vorbeifahre, dann schauen wir dann, dass in der Nacht sind alle Katzen schwarz. Du meinst, dann sieht man nicht, oder? Dann hört man nicht. Genau. Gut? Ja. Also wie gesagt, so richtig Gedanken haben wir nicht gemacht. Aber jetzt, wo er so da steht, könnten wir das ja mal vervollständigen. Pack einmal deine Klebebandel aus, die was du rumliegen hast, und dann kleben wir mal drauf los. Gut, Hilfschuck ist weg. Dann machen wir uns jetzt ans Zerlegen. Es gehört alles runter. Frame off sozusagen. Und danach wird lackiert. Dann legen wir los. Hier hat uns der Spengler jetzt die Halter an der Heckklappe angeschweißt. Hier, hier oben. Und hier die Traverse, dass der Heckspoiler die Durchführung hier über die Dreiecke nach außen hat. Dass der Spoiler nicht außen auf der Heckklappe sitzt, sondern eben innen fest verschraubt ist. Sodass das, und anständig geschweißt, sodass das auch 300 standhält. Und das nicht nur 10 Sekunden, sondern dauerhaft 300 standhält. Mit Makrolon-Heckscheibe dann, weil in der normalen Heckscheibe sind keine Löcher bohrbar oder keine Durchführungen machbar. Und ich glaube, das wird schon edel. Mhm.
bin mir sicher. Dann machen wir vorne weiter. Kupfen wir runter. Seitenverkleidungen runter. Die sind jetzt momentan nur geschraubt, man sieht das hier. Also die sind hier mit einem doppelseitigen Klebeband festgemacht jetzt derweil. Die werden aber später verklebt, beziehungsweise das wird sauber abgedichtet. Und die sind innen mit zwei Schrauben, mit zwei Löchern in der Tür festgemacht. Die originale Radlaufkante dann ungefähr hier, daher. Hier ist der Halter. Das wäre original. Das haben wir nicht wegschneiden müssen, weil, wie man jetzt hier sieht, der Reifen zum Einfedern Platz braucht. Man sieht auch, ist jetzt in dem Fall schon grundiert, weil gleich nach dem Spannen grundiert worden ist. Man muss dann hier innen noch abdichten bzw. unter Bodenschutz und die Kante dann natürlich noch schützen, am besten mit einer Folie, damit die nicht irgendwann von einem Steinschlag dann irgendwie davon rostet. Das sind sie jetzt hier, ganzen Schadstellen, alle ausschleifen, spachteln, wenn nötig nochmal neu laminieren. Das macht aber der Tobi, der ist mit Carbon fit. Da setzt dann neues Gewebe ein, wenn es ist, und dann kann man da ganz normal drauf lackieren. Beziehungsweise nicht auf das lackieren, sondern Füller, Lack aufbau machen. Das heißt, schleifen, spachteln, dann Füller schleifen. Wenn der Füller dann geschliffen ist, dann kann man jede beliebige Farbe drauf machen. Also in dem Fall wird es wahrscheinlich sogar ein Geheimnis. Noch vielleicht ein Geheimnis, ja. Wir machen alles Lack. Also alles, was der Streifen wird, wird auch tatsächlich lackiert und nicht poliert. Das soll keiner mehr runterkriegen, irgendwann. Das soll der Nächste mitkaufen müssen. Wenn er überhaupt in andere Hände kommt. Wenn er mal in andere Hände kommen soll. Ja, es sind ein paar Kleinigkeiten zu machen, die noch so wunderbar sind. Türgriffe, Antenne oben. Aber das mache ich später. Ja, noch als Info sieht man jetzt hier, wenn du mit drüber schauen willst, das hier ist alles echt Carbon. Ja, das sieht man vielleicht ein bisschen schlecht, weil es weiß lackiert ist, aber wir gehen mal vor zu den Teilen. Das sieht man jetzt anständig. Das ist alles Zeug von einem echten Rennwagen, also VW Golf TCR runter und von VW Motorsport. Ja, man sieht hier, es ist drunter alles echt Carbon. Hier hat eine Ecke gefehlt, natürlich Rennsport wird wieder hingemacht. Auch hier an den Teilen. Ja. Und es ist ja jetzt nicht nur Optik, ein Optikbreitbau, so wie das viele andere machen, sondern es hat auch tatsächlich einen Sinn. Eine Aerodynamik-Sache, die ich möchte jetzt nicht sagen, wie dazu bewogen hat, das zum Bauen, sondern ja, hat Leistung. Und die Leistung muss natürlich auch Stoß bringen und ein bisschen andere Anpressdruck hat noch keinen geschaut. Ja, und ja, deswegen alles originale VW-Teile aus der VW-Manufaktur. Gibt auch originale Teilnummern tatsächlich, aber nichts bestellt. Also man kann nicht zur VW gehen und... Du kannst nicht zum Händler gehen und sagen, du, ich habe die Teilnummer dies und dies und ich brauche das ist der Frontsplitter von vorne, den breiten.
Also das ist nicht möglich. Habe ich vorher schon probiert. Ich als Springer. Deswegen habe ich zufällig einen ganzen Bodykit gefunden, der wo tatsächlich alles dabei ist, vom Stützer angefangen bis über Schweller und Unterfahrverkleidungen, die natürlich auch alles aerodynamisch sind, also unter dem Schweller. Hier unten geht es praktisch in Carbon noch weiter an den Unterboden. Vielleicht machen wir das so, wenn der zusammenbaut wird, dass wir das irgendwie nochmal sehen. Dass das wirklich von vorn bis hinten eine Aerodynamikgeschichte ist. Man sieht das hinten an der hinteren Stoßstange ein bisschen. Da sitzt der Endtopf drin und selbst das ist alles sauber verkleidet, sodass da keine Luftverwirbelungen unter dem Auto sind. Und das Schönste ist, alles mit Segen vom TÜV. TÜV, ja. TÜV war ist von Anfang an ganz groß mit involviert in diese Sache, dass es eben nicht irgendein Show-Auto wird, sondern dass es ein Auto wird, was tatsächlich alltäglich auf der Straße bewegt werden kann, wo man auch keine Angst haben muss, dass das Ding nicht mal irgendwo schnell außer Betrieb gesetzt wird. Mhm. Wo man großes Thema, steht. Ja, großes Thema. Wie gesagt, falls mal wer selber sowas vorhat, ohne TÜV geht es nicht. Und am besten von der ersten Stunde ab.